Jo Leute, hier sind wir bei Let's Play Together Pokémon Silber. Moin. Hallo. Man sieht voll deinen Zeiger. So hast du uns das letzte Mal hier bei der Liga rausgelassen. Jo. Bist aus den Strudelinseln rausgekommen. Ja. Hast du eingekauft? Hab ich. Alles ready. Okay, dann gehen wir mal rein. Wenn wir hier sind, dann haben wir so viel Topschutz. Mach Ampharos nach vorne. Genau, ich bin jetzt, wenn die schwuchten. Ampharos. Warum hast du eigentlich immer noch Tenthox da drin? Was soll das? Keine Ahnung, ich hab's nicht. Ich hätte eigentlich. Jetzt kommt Tenthox da in die Ruhmeshalle, ey. What the fuck? Willkommen in der Pokémon-Liga, Silber. Erlaube mich mir vorzustellen, ich bin Willi. 5 gegen Willi. Der olle Willi. Ich habe die ganze Welt bereist, um meine Psycho-Pokémon zu verbessern. Und schließlich habe ich es in die Top 4 geschafft. Ich werde ständig besser. Verlieren ist keine Alternative. Einer von euch darf. Ich will den Koga lesen. Okay. So. So. Oxate Level 40. Du weißt, was du machst. So, was machen wir jetzt? Regentanz, Donnerschlag, bam. Donnerschlag? What the fuck? Machen wir jetzt einen Regentanz, oder? Ja. Hallo, Donner müssen wir uns aufheben vielleicht, ne? Nein. Hä? Doch. Wow, wenn du... Da müssen wir aber keinen Donnerschlag einsetzen. Keinen Regen einsetzen, wenn wir einfach nur einen Donnerschlag machen. Donner trifft bei Regen immer zu 100%. Und außerdem hat das sowieso AP von 12. War klar. Super, Ampharos, du bist echt nutzlos. Wir sind sowieso viel zu overlevelt. Dürfen wir eigentlich aushalten. Ja, ich merk's. So, ist nicht mehr verwirrt. Bam. Bei mir sind meine Pokémon immer mindestens 5 Runden verwirrt. Und schlagen sich immer selber. Bei mir schlagen sie sich auch komischerweise immer selber. Oh, super. Das war so anspruchsvoll. Rosana. Wir setzen mal da ein. Da setzen hätten wir den... safe Dinge. Wir haben nichts, was stark gegen... Doch. Weiß ist, oder? Doch, Drake. Gegen Psycho, aber. Psycho ist es auch. Psycho, ach ja, stimmt. Wir könnten jetzt hier mit eigentlich Safety? Die ganze Zeit hier nach Tara einsetzen. Ja. Dass man 3 Attacken hat. Peinlich. Ja, ja, weil du Spitz beigebracht hast und dann hab ich's Mondschein gelernt. Aber fuck, es hat sogar überlebt. Ach nee. Jetzt so, klar. Dein Viech ist so ein Versager, ey. Weck es auf. Okay, ich weck's auf. Du Black Seed Instant Kill. Wow. Ja, klar. Instant Kill. Weil ich glaube, dass Nachtara das verteidigungsstärkste Pokémon von uns hier ist. Also von dem Ganzen hier. Nee, da muss es besser eigentlich. Wenn es auf dem gleichen Level wäre. Nee, ich würde sagen Nachtara. Das hat einen sehr hohen Verteidigungswert. Siehst du doch, wie viel es aushält. Das liegt garantiert nicht nur im Level. Weißt du, wie viele Level das Pokémon unter uns ist? Es liegt am Level. Lamus. Du kannst eigentlich wieder am Faust direkt einsetzen. Ja, da können wir auch genauso gut wieder hier nach Tara benutzen. Beides ja möglich. Ihr seid so kleine Kinder, ey. Oh Gott, da benutze ich halt Ampharos. Die Endungs-Pokémon sind noch relativ nutzvoll, im Gegensatz zu deinem Pier. Deine ja, kann niemand gebrauchen. Ist auch gleich der Fox da eine, ey. Ja, klar. Ja, genau. Was? Fail. Achso, der Weg hat aufgehört. Mehr. Du bist so scheiße, Pia. Mein Gott, dann... Nee, ich mach jetzt nochmal Donner. Ich hätte dich ausgelacht, hättest du jetzt nicht getroffen. Ich weiß, wo du wohnst. Ja, ich auch. Volltreffer. Wow. Krass. Coco, Wai. Ja. Noctu! Ja, los, setz dann noch zu ein. Okay. Mit Fliegen dürfte das schon ein bisschen reinhauen. Bevor es instant gekillt wird von dem scheiß Vieh da drüben, aber hey. Also irgendwie ist die Top 4 in der zweiten voll schwach. Ja. Fliegen. Also wie die Siegesstraße in der zweiten Generation ziemlich ja voll B-kurz. Also die krasseste Siegesstraße ist immer noch Kanto, finde ich jetzt. Also von der ersten Generation. Hui. Wow. Mit Lavados. Ich hab das bei meiner gelben Version aus Versehen getötet. Hast du bestimmt angefangen zu weinen, ne? Ich meine, du fängst ja schon ab zu weinen, wenn du Mogelbaum tötest.
stimmt. Nur weil ich so ein Pokédex-Vervollständigungsfanatiker bin. Das mache ich nach dem Spiel. Ja, wir vervollständigen noch den Pokédex und so, ne? Nein! Das machen wir vor allen Dingen dann, wenn wir vielleicht dann irgendwie, keine Ahnung, was zocken, so Platin, 400 noch was Pokémon. Und das klar ist. Ja, kannst du vergessen. Mit Cheats vielleicht. Da kennst du dich ja gut aus. Ja. Ich ist ja voll die Cheater hier. So, Michael ist der Cheater King. Wow. Boah, Noctu. Bist du dir Show, das ist bei mir jetzt voll erst. Hart. Ja, Noctu. Siehst du Noctu, ey. Mein Noctu, Alter. Voll das hart. Das, du Bitch. Xatu. Oh mein Gott, Xatu. Das Xatu ist so schwach. Dann setzen wir uns wieder am Voraus ein. Oder hat jemand was dagegen? Nur. Ja, selbst wenn es jetzt nicht so zu spät. Regentanz oder. Ne, wir machen direkt Donnerschlag, das dürfte reichen. Nein, jetzt haben wir Donnerschlag raus zumindest. Ja. Warum? Zart und Versager! Auf nix kann man sich hier verlassen, ey. Ich kann es nicht glauben. Auch wenn ich besiegt wurde, werde ich an meiner Überzeugung festhalten. Ich werde weiter kämpfen, bis ich besser bin als alle anderen Trainer. Silber, Scheiterfahren und die Grausamkeit der Top 4 kennen. Vor allem stehen die den ganzen Tag da rum und warten, bis irgend so ein Vollidiot da reinspaziert und die herausfordert, ey. Die haben doch echt ein Kind wohlgemerkt. Ja, das sind. Die haben halt keine Hobbys und so. Ja, die sollten mal lieber trainieren gehen, so. Ey, ja. Das nächste ist Käfer. Also Fostelka ja. Wird am Anfang einsetzen, das weiß ich. Drangoran, Wutanfall. Okay. Dauerspam. Das ist so klar. Und dann schlägt sich siebenmal selbst, oder? Und darf jetzt Koga lesen, ja super. Du kannst lesen? So. Dann ging das zu dir. Ich bin Koga, einer der Top 4, der nichts kann. Da bin ich ein. Da ich ein Ninja bin. Komma, lebe! Ich in der Dunkelheit der Emo. Wälder. Mein komplizierter Stil wird dich verwirren und vernichten Ausrufezeichen. Jetzt schon verwirrt. Verwirrung, Schlaf und Gift. Die perfekte Mischung für ein super tolles Frühstück. Aber du wirst ein Opfer meiner unendlichen, hinterhältigen Strategie. Bei Pokémon geht es nicht nur um Kraft alleine, das wirst du noch herausfinden, Ausrufezeichen. Koga hat echt irgendwelche Störungen, ey. Und der hat schon Benz oder so. Ja. Vor allem, der sagt so, ja, er fängt mir Fostelka an, Trottel. Ich hab gedacht, das ist ja Fostelka, es ist halt Ariados. Na, Wutanfall. Wie kann man Ariados mit Fostelka verwechseln? Hallo? Andrew? One Hit. Das ist genau so, wie man Wurst und Käse vergleichen würde. Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn man was mit Käse vergleichen würde? Wurst und Käse, da kann man nicht vergleichen. Ich mag Wurst und Käse. Jetzt kommt Fostelka. Also kann man sie miteinander vergleichen. Wie sieht das denn aus, ist Fostelka? Total dunkel, voller Nieder, ey. What the fuck? Ey, der Dragon ist so scheiße, Alter. Was kann das überhaupt? Kannst du vielleicht zweimal hintereinander eine Attacke einsetzen? Los, Dragoran, Offenlegung! Ach ja. Das ist verwirrt. Hä? Wir sind sowieso schneller als alles andere, aber ich würde trotzdem meine Agilität gleich mal reinhauen. Sollen wir Agilität reinhauen? Mach. In die Fall der Fälle. Wieso ist Agilität eine Psycho-Attacke? Ja. Ist einfach so eine Attacke. So, Dragoran ist jetzt. Hallo, willst du eigentlich? Keine Ahnung. Setz mal Slam ein, das trifft fast nie. Oder Kaskade. Setz mal Slam ein. Kaskade wäre sehr effektiv, du Trottel. Wieso seid ihr eigentlich? Setz mal guter Zahl ein, mach mal Kaskade. Hallo? Was für Noobs sind wir denn eigentlich? So, Kaskade. Ey, das ist sogar effektiver als der Rest gewesen, Kaskade.
Ja, weil sie sehr effektiv ist. Nein, Kaskade ist nicht sehr effektiv. War normal effektiv. Das ist Stahl. Kaskade ist Stahl? Kaskade ist Wasser, du Idiot. Okay, das nächste ist... Und Vasilka ist welcher Typ? Genau, Slimeok, was setzen wir ein? Lamus. Ja. Lass uns mal Lamus verlieren. Was willst du eigentlich? Slimeok. Von wegen, wir schaffen die Top 4 wahrscheinlich unter 20 Minuten, ne? Ja. Von 10 Minuten für die ersten zwei Versage. Ja, ja, weil wir so viel Scheiße labern. Ja, natürlich. Scheiße labern ist wichtig. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Lamus der ideale deutsche Hartz-IV-Empfänger sein könnte. Das hat mehr drauf das als... Das wäre eine Beleidigung für Slimeok. Warum? Slimeok voll cool ist. Ja, Slimeok ist ein krasses Pokémon. Ich spiele jetzt gerade wieder Minecraft, so sieht's aus. Ja, klar. Wow, Slimeok, du warst richtig krass drauf. Man hat trotzdem voll verloren gegen meinen Lamus. Lamus! Lamus ist scheiße. Nein. X-Bad. Oh, X-Bad kannst du gleich trotzdem lassen. Nee, nee, da tun wir am Voraus aus. Hab ich recht, Andrew? Jo. 2-1. Das ist sowieso egal, was wir rausgehen. Wir wollen jetzt schon demokratisch hier sein. Halt's Maul. Donnerschlag wird bereit, oder? Du spielst einfach nur, Pierre, also bitte. Donnerschlag reicht ein. Natürlich kann's Doppelteam. Ja. Na klar! Nochmal Donnerschlag. Was erwartest du eigentlich? Und nochmal Doppelteam. Super. So, der Kampf zieht sich jetzt bis zu den 20 Minuten noch hin. Oh, doch nicht. Ja, das dürfte jetzt eigentlich. Okay. Für das Viech. Komm schon, Ampharos, komm schon. Oh, wie brav. Gut, zum Glück sind wir nicht overlevelt, sonst wäre das ja total unfair, aber... Ja. Omot. Noctu. Nee, wir lassen Ampharos draußen. Ja, mach Regentanz, Donnern ist es weg. Dafür recht. Nee, das ist Donnerstag. Ist Omot nicht Psycho und Gift? Nein. Das ist auch. Ich hab gedacht, das ist ein Flug. Das ist doch nicht Flug. Nee, ich meine, das ist entweder Psycho und Gift oder... Psycho. Psycho Käfer. Ich meine, es war Psycho. Ausrufezeichen, du hast dich als würdig erwiesen gegenüber meinen Shorts, egal. Wir halten Geld. Ja. Ich habe alle meine Register, die überhaupt nichts gebracht haben, gezogen. Alles war umsonst, selbst meine unfaire Taktik Doppelteam. Ich musste meine Fertigkeiten und mein Skill verbessern. Punkt. Betrete den nächsten Raum der Verdammnis und stelle dein Können unter Beweis. Ich gehe jetzt einfach weiter. Oh. Weil der nächste Kampf, da wäre jetzt Lugia oder so gut. Oder ein etwas stärkeres Noctu oder ein etwas stärkeres Lamus. Hättet ihr es trainiert, hätten wir mit kein Problem, aber nein. Das ist alles eure Schuld. Gemacht? Passt schon. Small Level, Gegner. Einfach Dragoran und Wutanfall. Okay, wirklich. Dann setzen wir Dragoran rein. Das Viech kappt so ab, ey. Aber wir haben keine Supertränke. Wozu brauchen wir Supertränke? Weil ich nicht die ganze Zeit hier das Hypertrank spammen will, wenn ich nur 50 HP heile. Wayne? Wir haben Geld. Hol nicht hier rum. Irgendwann eingekauft, wenn wir es an Dingen mangelt, dann ist Andrew schuld. Wer liest Bruno? Ich glaub, sorry, nee. Ich hab unsere restlichen Supertränke verkauft. Ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin. Da ich an mein Potenzial glaube. Ich wollte ja sagen Potenz. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Also kannst du unserer Kraft widerstehen? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig. Für einen Kampf. Hör auf zu labern, Breitsilber. Du wirst dich unseren unbändigen Kraft beugen müssen. Weißt du, der kann ich wahrscheinlich mit seinem Penis stemmen, aber kann kein richtiges Bogenkampf hier. Ja, aber der kann unglaublich.
kann ich sich nicht mal richtig artikulieren. Ach, Capoeira, voll dumm. Ich hasse das. Warum ist das rosa? Wutanfall. Ruckzuckhieb. Na super. Hau gleich mal eine Agilität rein, Pierre. Wieso? Ruckzuckhieb hat immer Ersttreffer. Was zur Hölle? Nein, aber... Falls was Schnelleres kommen sollte, du Trottel. Ich glaub, der hat nichts Schnelles. Wo willst du das wissen? Das Wechsel. Der kommt jetzt, keine Ahnung. Vielleicht kommt jetzt... Soll ich Namen Simsala? Nein, Wechsel. Okay. Wechsel zu Lamos. Nee, ich setze Drake ein, weil es Eisenschweif kann. Damit können wir Onyx ownen. Onyx. Onyx. Verdammt! Aha. Dieses Vieh ist so egal. Wow. Wir rutschen nach Tarek. Ist ehrlich. Verdammt! Hier, wir sind. Ey, du bist. Alter, das ist so typisch für dich, du bist nutzlos. Ja, aber schau mal an, wie viel Erde du abzieht, das finde ich wirklich schau. So, jetzt aber. Nach Tara hohe Verteidigung plus Levelunterschied? Verdammt. Ey, was kannst du eigentlich? Oh, sonst super gemacht, Pia. Ansonsten meinst du irgendwie Bonus auf eine Attacke? Ansonsten irgendein Bonus auf eine Attacke? Nee. Das senkt aber die Genauigkeit, meine ich. Super. Kikli. Wechseln wir, ja. Kiklion. Lamos. Lamos? Lamos. 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 Okay. Meine Stimme ist ja immer. Ist ja gar nicht klar. Sandsturm wütet. In Englisch heißt das Hitmonlee, total dumm. Konfusion, oder? Mach einen Eissturm. Wieso? Hallo, Eissturm. Konfusion. Mach Eissturm. Angeberei. Was ist das? Bitch. Was ist das? Jetzt hört auf meinem Desktop rumzuspielen, ey. Meine Fresse. Rumzuspielen. Guck doch mal. Ich will dich nur ein bisschen ablenken. Ich drück auf Stopp. Der liebe Soulstyler hat hier nämlich sehr anstößiges Material auf seinem Desktop. Hab ich gar nicht. Darauf möchte ich gerade hinweisen. Was ist denn hier also, anstößig? Also. Wenn dieser Kopf hier nicht wäre, dann... Also, hier, ne? Wow. Ich glaube, da kann man schon Leute, so einen Anfang von einem Anime-Hintergrund von Anime Beats. Und das sehen sie als anstößig. Ja. Das ist so ein Gruppenfoto. Da kann man schon fast finden sehen. Das ist jetzt wieder Dragoran eigentlich. Sehr. Dragoran mach das. Kann Tonne kloppen. Dragoran ist Imba. Das Abstand ist männlich und trägt einen Rock. Wahr. Sieht eher aus wie ein Tütü. Wutanfall. Das ist halt ein schönes Sandsturm. Hat Sandsturm gerade Dragoran nicht getroffen, aber Nocturne. Ich hatte auch Dragoran getroffen. Ich wollte gerade sagen, das wäre total okay. Nocturne wurde versiegt. Super. Versiegt. Ja, versiegt vor allem. Mach gut. Pass mal auf. Schaffst du das in einer Minute? Ja. Ich hab diesen Wutanfall drin. Wollen wir nach dem Kampf wechseln, war aber mal schnell, oder? Ja, klar. Na gut. Wir machen mal gerade mal die Füße. Oh. Steinhack, das tut weh. Das tut weh. Autsch. Top-Trank. Wechsel. Das ist übrigens Dragoran verwirrt. Den Safe State. Ach so. Ne, wir haben doch noch ein bisschen. 30 Sekunden. Ja. Ja, das mit dem Dragoran kriegen wir es nicht mehr down. Das kriegen wir noch hin. Oh mein Gott. Hab ich das gesagt? Hä? Naja, Leute, das war wieder Let's Play Together Pokémon Silber. Beim nächsten Mal wird's bei Luxe erscheinen. Joa. Yay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein.